Moin Leute, willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ja, wir sind an diesem regnerischen Tag hier an der Windmühle. Kam ja letztes Mal diese Banditen. Einer von denen war er hier, den haben wir dann aber niedergestreckt, weil er wäre uns sonst immer gefolgt und das will ich nicht. Genau, und wir haben die Banditen, die Timmy suchen, die haben wir auf eine falsche Fährte gelockt und ich würde sagen jetzt, warte mal, das war falsch. Ich würde sagen, jetzt müssen wir auch mal dann wirklich zu Timmy, der sich hier aufhält, weil die anderen haben wir nach Rattay gelockt. Die müssen dann bis hier hinten reiten. Wir können schnell zu Timmy reiten. Ich weiß noch nicht, ob das irgendwas bringt, aber ach, das müsste doch irgendwas bringen, dass wir jetzt zu Timmy reiten. Also, klar wird das was bringen. Hier waren wir auch noch nie, ja. Das ist auch schon mal krass. Das sollte der richtige Weg sein. Sind das Banditen? Das sind Wanderer. Alter, ich dachte schon. Da hinten war aber noch eine Person. Oh, sorry. Anscheinend habe ich den anderen irgendwie. Habe ich da irgendwie ihn angeritten oder so. Aber hier waren wir wirklich noch nie. Hier ist ein bisschen offeneres Land, also nicht so viel Wald. Ich meine, Wald ist ja auch viel, aber nicht so viel wie, keine Ahnung, bei Tallenberg oder so. Hier irgendwo schon so in der Nähe sollte er sein. Hier vielleicht. Warte mal, ich gucke mal auf die Karte. Ist hier ein neuer Ort? Ah, Merhoyet ist hier. Warte mal, haben wir dazu einen Eintrag? Gerade kommen nur Einträge zu Sühnenkreuzen, oder ich habe es übersehen. Weiß ich nicht. Hier ist auf jeden Fall Merhoyet. Merhoyet werden wir uns später auch nochmal angucken. Haben wir dazu eigentlich einen Eintrag im Kodex? Zum Merhoyet? Oder Merhoyet, okay. Das lesen wir uns mal durch. Merhoyet ist ein kleines Dorf in der Nähe von Samopesh. Das kennen wir auch noch nicht, übrigens. Das im 15. Jahrhundert Eigentum des Sasauer Klosters war. Der Steinmensch. Der Steinmensch ist eine ungewöhnliche Stele aus rotem Sandstein mit der Gravur eines Kriegers, der einen Speer trägt. Dieser aufrecht stehende Stein befindet sich an der Kreuzung in der Region Sasau zwischen Merhoyet und dem Feldweg nach Tallenberg. Einer wenig fundierten Theorie zufolge wurde die Stele vom Sasauer Kloster dorthin gebracht, nachdem sie im 14. Jahrhundert renoviert worden war. Die Identität des Urhebers der Reliefgravur und des dargestellten Mannes bleibt ein Rätsel. Der Steinmensch war möglicherweise ein slawischer Krieger oder auch der heilige Longinus mit der heiligen Lanze. Sein Name leitet sich vom griechischen Wort für Lanze ab, der damit laut des Neuen Testaments den an Kreuz genagelten Jesus in die Seite stach. Budiner Mühle. Im Mittelalter versorgte die Budiner Mühle lokale Dörfer und kleine Städte. Im 17. Jahrhundert gehörte sie zu Merhoyet, wurde im Jahre 1678 Eigentum von Jan Budinski, von dem sie ihren Namen hat. Also die Budiner Mühle, da waren wir vielleicht gerade. Das ist vielleicht das. Wir reiten hier mal nur so durch. Wir werden hier später wahrscheinlich nochmal hinkommen, weil wir wollen. Ich kann ja nochmal auf die Karte gucken. Hier unten ist so ein Hof und zu dem wollen wir hin. Genau. Wo sich auch Timmy, soweit ich weiß, versteckt. Deswegen reiten wir noch nicht hier längs, sondern erst beim nächsten hier. Genau. Das ist dann auch der Hof, wo er sein sollte. Oder rennt einer weg? Will die Timmy Bescheid sagen? Timmy, wir reden mal mit ihm. Hey Timmy, wie geht's? Ganz gut. Kennen wir uns? Jetzt schon. Hä? Oh, Scheiße. Was willst du? Ich war's nicht. Ich wollte nicht. Scheiße. Wegen des Massakers in Neuhof. Ich sah, was du in Neuhof gemacht hast. Was redest du da? Du warst nicht dort. Ich meine, ich war nicht dort. Spar dir deine Mühe. Du warst mit dem hinkenden Heinz und Stinker dort. Ich weiß alles darüber. Was willst du von mir?
Dein Spießgeselle Hinek erzählte mir, dass diese Hurensöhne ein Lager haben. Und ich will es finden. Muss es finden. Ja, aber... Aber warum soll ich dir vertrauen? Bin nicht blöd. Du könntest einer von denen sein, aber so tun, als wär's nicht so, um mich reinzulegen. Dir sag ich gar nichts. Weshalb sollte ich dich reinlegen wollen? Weshalb sollte ich dich reinlegen wollen? Herrgott nochmal! Sie haben Heinz in Uschitze gekreuzigt! Was zum Teufel soll das hier werden? Scheiße! 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 Was mache ich bloß? Scheiße! Ich weiß nicht, wo ihr Lager ist. Ein Haufen Pferdescheiße! Hinek sagte, dass du dort warst und dass Pius dir einbläute, das Maul zu halten. Du musst etwas wissen. Nun, einmal war ich dort, ja. Nur war ich ziemlich voll und bin mir nicht sicher. Versuch dich zu erinnern. Es war in den Wäldern. Irgendwelchen Wäldern, weißt du? Mit Bäumen und so. Da waren verfallene Häuser dort und so. In den Wäldern. Und so. Da gab's eine Kirche dort. Aber eine, die irgendwie kaputt war. Wunderbar, besten Dank. Nun leuchtet mir alles ein. Weißt du, in welche Richtung es war? Genau nördlich von Thallenberg. Wenn du von der Burg aus Hügel aufwärts gehst, dann ist ein Weg bei so Scheunen, glaube ich. Führt zum Holzfällerlager. Wenn du bei den Holzfällern weitergehst, kommst du zu diesem verlassenen Haus da. Kannst es nicht verfehlen. Sieht wie ein Haus aus. Nur verlassen. Da gehst du nach links und dann weiter, bis du zu einer Lichtung kommst. Mit einer riesen Buche. Oder war es eine Eiche? Dann gehst du nochmal links. Da ist dieser enge Pfad und du gehst dem schön nach. Manchmal teilt er sich. Du hältst dich einfach links, bis du zu einer Wegkreuzung kommst. Bei dem großen, flachen Felsen. Dann gehst du geradeaus weiter. Immer zu. Nach einer Weile siehst du eine Brücke. Und genau da ist's dann. Tja, ist wohl besser als nichts. Aber du erzählst doch keinem was davon, oder? Hast es versprochen. Ach Mist. Hab vergessen, es dich versprechen zu lassen. Keine Sorge. Aber versuch's in Zukunft mit ehrlicher Arbeit. Wie wäre das? Danke, werd's probieren. Zumindest für meine Schwester. Das Mädchen bei der Windmühle? Jawohl, Mirka. Hast du mit ihr gesprochen? Was sagt sie? Sie sagte mir, dass du dumm wie Brot bist und dich ständig in Unsinn mit reinziehen lässt. Echt? Ja, da hat sie wohl recht. Können wir ihm nicht noch sagen, dass da... Irgendwie. Dass da irgendwie andere Leute auch noch rumlaufen. Ich meine, ermordet haben. Ja, schlimme Sache. Schau. Seit dem Angriff auf Skylitz lebe ich in Furcht. Du weißt doch, dass ich von Dorf zu Dorf muss. Ich setz mich mal ein, vielleicht können wir mit ihm reden. Warte ich nur noch darauf, dass einer aus dem Busch springt und mir was antut. Mach dich frei davon. Wir sind in Gottes Hand. Ich weiß. Unter Leuten ist das nicht so schlimm. Aber können wir keinen mit dem nicht sprechen? Geht wahrscheinlich nicht. Ich könnte was stehlen. Will ich das? Nee. Könnte ich das? Ja. Was jetzt? Was machen wir jetzt? Also wir fahren mal, wir dingsen wahrscheinlich zur Ratzing, ja? Ich knack einfach mal aus Jux einfach das Schloss. Ich will auch gar nicht da irgendwas klauen. Ich möchte einfach nur zur Übung das knacken. Was wäre denn überhaupt drin? Nichts. So, Pebbles. Wo ist er denn jetzt hin? Naja, ich meine, die suchen wahrscheinlich, werden wahrscheinlich immer noch nach ihm suchen. Nicht wahr? Aber, warte. Was ist da? Ach, Herr Ratzig ist in Merhoyet. Oh, das passt ja. Komm, machen wir dann einfach schnell. Oder hat er sein eigenes Lager oder so? Aber dann gehen wir mal zu Herr Ratzig.
Und starten den Bericht. Ja. Lager, das hatten wir ja schon wahrscheinlich gelesen, ne? Hier ist das wahrscheinlich auch Herazigs Pferd. Nicht wahr? Ich steig mal ab. Hier sind ganz schön viele Leute. Können wir mit denen das Lager räumen? Wäre schon cool. Wächter, das sind alles wahrscheinlich Wächter hier. Ja. Wir müssen einfach zum größten Zelt. Ist das Zelt von Herazig? Nee. Da wird Herazig sein. Hier ist er. Komm, wisst ihr was? Ich weiß nicht, wie viel macht so ein Eintopf? Komm, einmal geht doch. Jawohl. Jetzt sind wir wieder bei 100%. Gehen wir mal zu Herazig und reden mit ihm. Nun, was betrübt dich? Ne, das über den Pfarrer werden wir nicht sagen, das ist ja unser Freund. Es gibt Neuigkeiten über die Untersuchung. Neuigkeiten über die Untersuchung, Herr. Gut, sprich. Der Bandit in Uschütze wurde getötet. Ich begab mich nach Uschütze, da Heinz dort leben soll. Doch jemand hat ihn ermordet. Offenbar versuchen sie, ihre Spuren zu verwischen, um zeugenlos zu werden. Sieht ganz danach aus. Das wird immer verdächtiger. Gibt es weitere Hinweise? Ich habe Informationen über einen von Heinz Spießgesellen erhalten. Er wird Stinker genannt und kommt aus Ledetschko. Du machst das gut, aber du musst dich vorsehen. Konntest du diesen Stinker aufspüren? Wicht. Ich fürchte, ich habe schlechte Kunde, Herr. Damit habe ich bereits gerechnet. Sprich. Stinker versteckte sich in den Wäldern und seine ehemaligen Spießgesellen wollten ihn umbringen, da er, der hinkende Heinz und die anderen sie in Neuhof im Stich ließen. Offenbar wollten sie niemanden töten. Jedenfalls sagte Stinker, dass ein Bandit namens Wicht sie angeheuert hätte. Das ist der Kerl, der dein Schwert stahl. Diese mordenden Hurensöhne waren nicht auf Beute aus, sondern wollten bloß Blut vergießen. Und das Schlimmste ist, dass sie in der Gegend ein Lager haben und weitere Schandtaten aushecken. Sacker! Sonst noch etwas? Mehr konnte ich nicht herausfinden, Herr. Nun gut. Erstatte mir Bericht, sobald du etwas Neues erfährst. Ja, wegen des Banditenlagers, da sind wir, ja. Wegen dieses Lagers, Herr. Was gibt es, Junge? Ich weiß, wo es liegt. Einer der Banditen, der desertierte, berichtete mir, wo das Lager liegt. Er heißt Timmy. Ist ein Mordsbrocken, hat aber mehr Muskeln als Hirn. Das Lager ist in einem verlassenen Dorf in den Wäldern westlich von Talmberg. Gute Arbeit. Hast du es dir angesehen? Weißt du, wie viele Männer dort sind? Viel weiß ich nicht, bloß wo sie sich verstecken. Hauptstufe erhöht. Könntest du versuchen, dort etwas in Erfahrung zu bringen, das uns bei unserem Hinterhalt nützt? Je mehr wir wissen, desto besser. Und wenn du sie sabotieren könntest, während du dort bist, wäre das vortrefflich. Aber geh kein unnötiges Risiko ein. Ich möchte dich nicht verlieren. Ich versuche es. Natürlich, ja. Also, ich werde tun, was ich kann. Genau das wollte ich hören. Du bist unsere Augen und Ohren, Junge. Unser Erfolg hängt von dir ab. Begib dich umgehend ins Lager. In der Zwischenzeit sammle ich meine Männer. Ich werde so viel herausfinden wie möglich. Sicher. Lebe wohl. Okay. Das machen wir vielleicht auch jetzt gleich. Jetzt erstmal Herrn Herazig bestehlen. Ach, geht gar nicht. Schade. Nein, das hatte ich auch nicht ernsthaft vor. Da ist unser Pferd. Herazig nicht. Gegen unser Pferd läuft. Tut mir leid, Herazig. Warte mal, sieht man eigentlich auch, was Herazig für eine Meinung von uns hat? Ja, normalerweise haben wir mal auch hier bei Spieler. Haben wir Ruf und ist das bei Merhoyet? Nee. Oh. Ist das bei hier Scarlet? Nee, wahrscheinlich sieht man das nicht genau. Aber Leute, jetzt ist entscheidender Punkt. Wir haben nämlich eine neue Hauptstufe. Und Hauptstufe sind immer die nicesten Boni, muss man ja sagen.
Zum Gelehrter. Der Lesefertigkeit wird um, ja, mal gucken. Berüchtigt mit schlechten Ruf in der Gegend, erhältst du sofort einen Bonuspunkt auf Stärke, Redekunst, Agilität und Vitalität. Zudem verbessert sich dein Ruf erheblich schneller als üblich. Ja, Dorfheld mit gutem Ruf in einer Gegend, erhältst du. Aha. Komm, warum sind wir nicht. Wir werden doch Dorfheld, oder? Komm. Wir sind Dorfheld. Guck mal auf die Karte, dort können wir ja sehen, wo genau wir sind. Oder wo genau. Aber wir sind noch gar nicht so weit weg von Skalitz, theoretisch. Aber da hinten ist wohl das Lager. Dann reiten wir. Ja, werden wir mal gucken. Ich werde erstmal nach Dingens reiten. Ich reite erstmal nach nach Merhoyet und dann sehen wir weiter. So. Das ist kein guter Weg. Hier liegen ja überall solche Steine rum. Was heißt eigentlich guter Ruf? Warte mal. Hier beim Ruf. Das ist das Gute, oder? Dieses, zum Beispiel U-Schütze. Das ist gut, oder? Da würde ich einen Bonus kriegen, meine ich. Aber sicher bin ich auch nicht. Warte, wir reiten mal hier lang. Biegen dann gleich da links ab. Oh, verdammt. Hm, hier biegen wir ab. Da ist eine Fischreuse. Nicht Fischeräuse. Oh, da hängt irgendein Kuhschädel oder so. Nicht gerade schön. Da hinten ist so ein komisches, unfertiges Haus. Das könnten wir uns auch mal theoretisch angucken. Warum nicht, ne? Kommt man da rein? Sieht erstmal nicht so aus. Okay, da kommen wir nicht rein. Oh. So. Reiten wir mal weiter. Da hinten sehe ich auch, glaube ich, schon Häuser von Thallenberg, glaube ich. Sofern das Thallenberg ist. Oder ist es ein. Ist das. Rovna? Ne, das ist Thallenberg. Tatsächlich. Und ich versuche jetzt wirklich da ungesehen irgendwas irgendwie zu gucken. Vielleicht zu sabotieren oder deren Ausrüstung stehlen oder so. Das wäre jedenfalls schon mal ein Anfang. Und ja. Hier ist ein Bildstock. Ich werde jetzt auch gar nicht groß irgendwas in Thallenberg machen. Ja, weil warum sollte ich? Alter, ich dachte schon, was geht mit ihr? Das, oh. Ach nee, ist wieder nur irgendwie so ein komisches Dings. Aber das war, glaube ich, ein Bug eben, wie die Frau so da stand. Wir reiten mal ein bisschen langsamer. Ich weiß nicht, ob wir. Komm, wir reiten hier hoch. Ich weiß zwar nicht, ob das irgendwie großartig was bringt, aber wir machen es trotzdem. So, genau hier rechts wollte ich dann lang. Komm, querfeld ein. Wer reitet nicht auch gern? Querfeld ein. Irgendwo da vor uns sollte das sein. Steig mal ab und erkunde mal so die Landschaft. Denn ich guck, kann auch noch mal auf die Karte gucken. Ist wahrscheinlich noch. Oh, so weit ist gar nicht mehr weg. Puh, jetzt bin ich aber aufgeregt. Am besten dürfen die uns nicht sehen. Aber am besten auch nicht hören. Am besten beides nicht. Oder unten. Rüstung von mir will ich auch nicht aussehen.
Aufgabe abgeschlossen. Können wir dann jetzt hier überhaupt noch was machen? Ich guck mal ein bisschen. Begib dich an die Wegkreuzung mit der verlassenen Hütte. Da sind wir ja gerade. Oh, da hinten ist wer. Ah, hier kommen wir nicht so gut durch. Da sitzt wer. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das ein Bandit ist. Ich guck mal auf die Karte. Oder ist damit das Haus da hinten gemeint? Dieses hier. Kann sein. Ist der Holzfäller schon ein Bandit? Warte mal. Der scheint mir hier ja noch kein Bandit zu sein, irgendwie. Komm, ich versuche mal zu stehlen. Oh, verdammt. Zwei. Aber er scheint ja nicht böse zu sein. Wir gucken mal hier rein, was sich hier findet. Neue Stufe Schlösser knacken. Wichtig auf jeden Fall, hier befindet sich gar nichts. Aber ich glaube, ich habe das irgendwie missverstanden. Das ist, glaube ich, noch gar nicht das, wo die Banditen sind. Glaube ich. So dachte ich das ja, aber ich glaube, dass die Banditen sind, ist das hier. Meine ich. Ah, okay. Folge dem Weg bis zur nächsten. Dann können wir hier eigentlich noch mit dem Pferd reiten, weil das... Ach so, jetzt wird er erstmal nur... Ach, links sollten wir, oder? Ja. Ich meine, wir sollten immer links halten uns irgendwie. So hieß es zumindest. Oh, da können wir leider gerade nicht helfen. Wir haben gerade was Wichtiges zu tun. Ich meine, das wäre auch... Oh, ist das diese Holzfigur? Oder war das überhaupt die Figur, von der geredet wurde? Das ist auf jeden Fall ein interessanter Ort. So, wir reiten mal weiter. Wie gesagt, dem konnten wir leider gerade nicht helfen. Ich meine, wir hätten auch gar keine Chance gehabt gegen den. Gegen die alle. Das waren ja richtig viele Leute. So, folgen wir mal dem Weg. Gehen wir mal hier lang. Ja. Geradeaus soll hier das Lager sein. Hier werde ich mal absteigen. Denn mir ist das alles ziemlich heikel. Oder ist alles ziemlich heikel hier.
Hab ich ein bisschen Schiss. Muss man ja sagen. Hier müsste es irgendwo sein. Oh. Nee, ich dachte gerade, das wär ein Gebäude hier. Aber doch, hier. Hier müsste das sein. Ich gehe mal hin. Puh. Ist es da vorne? Da vorne müsste das Lager sein. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Es kann auch gut sein, wenn mich alles täuscht. Ja, davon gehe ich nämlich auch aus. Aber ich weiß nicht. Wo ist das denn? So langsam frage ich mich, bin ich überhaupt richtig? Ich muss doch hier richtig sein. Ich guck mal auf die Karte, wo ich überhaupt bin. Schon ganz schön weit. Nicht wahr? Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Was ist das? Ich glaube, ich bin hier falsch. Aber ich habe trotzdem noch was Interessantes gefunden. Ah, warte mal. Hier war eben was. Ah, öffnen. Ah, nichts, wow. So, Leute, ich glaube, ich bin hier falsch geritten. Glaube ich. Gehe nochmal den Weg zurück. Ach komm, halt jetzt nicht gegen irgendwelche Bäume. Weil ich glaube... Warte, ich zeige euch das nochmal. Ich glaube, ich hätte nicht hier geradeaus, sondern hier links gemusst, glaube ich. Glaube ich aber auch nur. Da kann ich mich auch täuschen. Muss ich mal gucken. Ich guck nochmal auf die Karte. Noch ein bisschen. Oder muss ich hier lang? Ich weiß nicht. Ich reite mal hier lang. Ich bin mir da echt unsicher. Der Spuren, ne, sieht aus, als wären das irgendwelche Wurzeln. Wo haben die denn ihr verdammtes Lager? Oh, hier ist auf jeden Fall ein Unfallort. Das kann ja theoretisch schon mal darauf hinweisen. Oh, Kampf? Wie Kampf? Das stand wahrscheinlich beim Unfall.
Dings jemand. Oh. Warte mal. Wird Zeit wieder für einen Trickshot, glaube ich. So, Kollege. Alter. Ich gebe auf, hörst du? Wir reden mal mit ihm. Wir lassen ihn mal zahlen, wenn er. Wir lassen ihn ziehen, wenn er zahlt. Ungeschoren kommst du nicht davon. Zahle! Einverstanden. 7 Dings Groschen. Können wir ihm noch einen Schuss mitgeben? Ah. Naja. Das ist, sind ja aber auch die Leute, die Banditen. Sind wir verletzt? Das. Ja. Was ist denn das? Ja. Das ist aber auch ein schwieriger Weg, ja. Es war gut, dass wir den mit dem Pfeil angeschossen haben. Ja. Werden wir wahrscheinlich noch ein zweites Mal anschießen sollen. Ich habe so das, den Verdacht, dass wir auch hier falsch sind. Mhm. Obwohl hier ist ein Lager, wenn wir noch weiter geradeaus reiten. Ja. Was, da ist die Frage, ist das wirklich das Lager? Das scheint aber wieder einfach nur das Holzfällerlager zu sein, nicht wahr? Hm. Was ist denn das? Ja. Mal gucken, ob der da wieder lauert. Wenn wir da wieder vorbeireiten. Oh, Sonnenuntergang. Und dann ist er ja wirklich lebensmüde. Immerhin haben wir 7 Groschen gekriegt, ja. Das muss man sich mal vorstellen, richtig krass. So. Hier hatten wir, glaube ich, irgendwo mit dem gekämpft. Und wenn er mit dem Unfallort wieder da ist, dann. Hm. Sieht auf den ersten Blick nicht so aus. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen härter mit Banditen auch umgehen. Warte mal, von wo kamen wir? Wir kamen von da. Dann sollten wir da auch wieder zurückreiten. Dann kann es ja nur noch ein Weg sein. So. Ne? Was höre ich denn da immer? Ich höre auch hier was. Warte mal, kann ich eigentlich den Verband nutzen? Naja, die Handverletzung. Da brauche ich wahrscheinlich. Was anderes zu. Von wo kommt denn dieses. Die ist so, als würde jemand auf. So, mit Holz klopfen. Oder ist da ein Jäger? Es wird wahrscheinlich ein Jäger sein, der da irgendwie die Tiere anlockt. Glaube ich. Falls ihr da mehr wisst, könnt ihr mir sagen. So. Wo genau kam ich jetzt nochmal her? Wo muss ich jetzt lang reiten? Oh, das war wahrscheinlich doch der falsche Weg anscheinend. Ach, lol. Das ist diese Mühle hier. Lol, das ist ja witzig. So. Aha. Okay, interessant. Wieder was gelernt, würde ich mal sagen.
So, und jetzt sind wir wahrscheinlich auf dem Weg, wo wir eben waren. Genau. So, Pebbles ist mal wieder der ganz schnelle. Dann werden wir jetzt von uns aus gesehen jetzt links reiten. Beim nächsten Dingens, bei der Abzweigung. So, gleich hier. Links jetzt. Wenn das nicht der richtige Weg ist, weiß ich auch nicht. Ist vielleicht gar nicht schlecht, dass wir auch nachts jetzt hier. Da kommt irgendein Räuber. Hier ist Pribislavitz. Warte mal, den. Mit dem nehmen wir es auf. Muss ich nur noch treffen. Schnapptreffer in den Arm. So, da kommt der mir so. Oder was? Der hat doch nichts Vernünftiges. Grieben nehmen wir mal mit. Trank des Baden. Na gut, edlen Wein nehmen wir vielleicht noch mit. Der ist ja zumindest irgendwie wertvoll, sonst nicht mal Geld mit. Also wirklich Pribislavitz, aber das ist vielleicht irgendwie, das könnte das Lager sein. Aber vielleicht, ich würde gern hier die Nacht abwarten, bis es zumindest wieder ein bisschen heller ist. So, hocken wir uns mal ins Gebüsch und warten, bis es hell wird. Das ist ganz schön spannend gerade. Es wird wahrscheinlich. Ich frage mich, was Theresa gerade tut. Vielleicht sollte ich sie besuchen. Vielleicht. Letztes Mal hatten wir Spaß. Aber es wird wahrscheinlich wieder eine längere Folge, vielleicht so 40, 50 Minuten. Aber das muss auch mal sein, ne? Wir wollen ja auch ein bisschen die Hauptstory ein bisschen weiter vorantreiben. Dann danach können wir wieder irgendwie sowas machen wie ein Schuppenhirn, wie eine Schuppenhirnhaube kaufen oder sowas. So einen Unfug machen dann. Ich hoffe, jetzt wird es überhaupt schon hell. Nicht, dass wir dann noch eine Stunde warten müssen. Bei Warten, da wird die, bleibt die, steigt auch die Energie? Ich weiß gar nicht. Aber sollte zumindest ein bisschen heller sein als eben. Oh, nee, doch noch nicht. Okay, eine Stunde warten wir noch. Ja, aber die Energie, obwohl, weiß ich nicht. Die Gesundheit steigt wahrscheinlich nicht. Die steigt wahrscheinlich nur, wenn man schläft. Aber das ist jetzt so. Wir haben jetzt hier kein Bett. In der Nähe. Weil wir hätten die Aktion natürlich auch als Nacht- und Nebelaktion machen können. Aber. Das ist ja langweilig. Warte mal, gehe ich überhaupt in die richtige Richtung? Ich sollte, glaube ich, lieber in die andere Richtung gehen. Da Pribislavitz, das scheint wohl dieses verlassene Dorf zu sein. Wo die Banditen jetzt hocken. Und ich habe ein bisschen was gehört, was auch ein DLC macht. Da kann man wahrscheinlich später noch ein bisschen was machen. Gehe ich mal von aus. Wenn das, was ich von dem DLC gehört habe, stimmt. Ich gucke nochmal auf die Karte. Wo genau ist jetzt? Wow, ich bin genau in die falsche Richtung gelaufen. Habe ich ja toll gemacht. Dafür kann Pebbles auch nochmal kurz kommen. Diese kurze Strecke. Ich möchte auch nicht zu sehr Aufsehen erregen. Die sollen ja nicht wissen, dass ich da bin und ein bisschen da. Kaninchen. Muss mal überlaufen. Dass ich da irgendwie sabotiere oder was klaue oder ich weiß nicht was. Oder irgendwas. Ich habe immer noch eine Verletzung an der Hand. So, hier steige ich ab. Und mache mich auf den Weg. Oh, verdammt. Hä? Oder, ach, es lädt wahrscheinlich einfach nur. Scheint noch keine Cutscene zu kommen.
Oh, Schlacht, da bin ich ja auch. Ah, ich weiß nicht. Aber da haben wir ja Hilfe, da sind wir nicht alleine. Das ist schon mal gut. Eine Brücke. So können wir die Erdwelle leichter überwinden. Auf beiden Seiten ist das Gelände offen, aber das ist der schnellste Weg hinein. Da war einer. Verdammt, da war einer. Da war einfach wer. Der ist da auch immer noch. Der doofen Banditen. Es würde dauern, ihn zu überqueren. Und es gibt keinen Schutz vor Pfeilen. Das ist richtig. Hier kommen wir nicht durch, sagen wir jetzt. Sag mir jetzt nicht, dass wir hier nicht durchkommen. Wenn man da sowieso nicht durchkommt, ist ja. Braucht man das Ganze ja nicht zu machen. Braucht man ja nicht mehr durch. Hier kommt man durch. Oh. Vielleicht sollte ich hier meine Rüstung ausziehen. Ich meine, wenn wir gesehen werden, leg auch mal, warte mal, wie viel Geräusche haben wir gerade? Oh, wir haben gerade null Geräusche. Wenn die uns hören, ist es eh vorbei. Oder sehen oder was auch immer. Warum ist jetzt diese spannende Musik? Komm. So. Da hat gerade wer gegähnt. So. Gehen wir am besten um dieses Haus auch nochmal rum. Dann wäre es endlich mal wieder zu tun. Mit krassen Gegnern, nicht wahr? Von hier aus könnten wir sie überraschen. Hey, wer ist da? Hier ist gar keiner. Alter, da stand einfach einer. Wir mussten mehr aufpassen. Ich muss wirklich hier mehr aufpassen. Wenn dir dein Leben lieb ist. Oh, da ist einer. Okay, tschüss. Alter. Was ist hier los? Können wir mit ihm reden? Was ist hier los? Hey! Hey, du! Verpiss dich! Sorry. Geh ja schon weg. Ah. Was war das? Sorry. Einen gezielten Kopftreffer. Na, ich weiß noch nicht. Genau. Hier werde ich erstmal die Folge beenden und sagen, bis dahin und ciao. Leute.